Guten Morgen, Leute. Heute gibt es mal wieder was aus der kreativen Technikkiste. Und zwar gibt es heute speziell mal eine Übung zur Vermeidung der Langeweile, Förderung der Kreativität. Denn lasst euch eins merken, oder merkt euch eins, gerade wenn ihr viel mit Kindern arbeitet, aber auch wenn ihr selber trainiert, solltet ihr ständig neue Reize setzen, ständig mal irgendwie was Neues ausprobieren, sonst wird es den Kindern schnell langweilig oder sie verlieren die Lust am Schwimmen. Deshalb habe ich heute für euch eine neue Technikübung oder eine Koordinationsübung. Es wird eine Ganzkörperübung sein. Ich habe ein Brett als Hilfsmittel, ich sitze auch gerade schon drauf. Und ich werde mein Brett zwischen die Arme nehmen und werde es quasi als Riesenpaddel benutzen und werde quasi immer einen Zug links damit machen, einen Zug rechts. Und das Ganze wird in Rückenlage stattfinden. Was fördert die Übung? Zum einen natürlich die Rotation um die Längsachse, dann aber natürlich die Ganzkörperkoordination. Es wird auch eine intensive Beinschlagübung sein, aber das werdet ihr gleich genauer sehen, wenn ich die Übung ausführe. Ich werde eigentlich auf dem Rücken Beinschlag liegen, kontinuierlich ausführen und dazu einfach das Brett als Riesenpaddel benutzen. Schaut zu und dann sage ich noch abschließend ein paar Worte. Bis gleich. Nimm das Brett am besten eher am Anfang, da können wir noch besser damit ziehen und los geht's. Okay, drückt ein bisschen schief. So. Ihr habt es gesehen, im Prinzip sieht die Übung relativ leicht aus, aber lasst euch davon nicht täuschen. Ich würde auch empfehlen, gerade im Anfängerbereich, zieht euch auf jeden Fall lange weiche Flossen an. Das verbessert nochmal einfach den Vortrieb, die Wasserlage, denn die Übung wird sehr schnell anstrengend. Man muss ständig die Körperspannung dabei halten. Wenn man sich auf die Seite dreht, gerade im Rumpfbereich, arbeitet man auch viel. Und deshalb einfach mal ausprobieren. Auch wenn die Übung vielleicht etwas komisch aussieht, lasst euch davon nicht abschrecken. Ich bin mir sicher, es macht den Kindern Spaß, aber auch natürlich eine Übung für Erwachsene. Mein Trainer denkt sich auch ständig neue Übungen aus und so verlieren auch wir nicht die Lust am Schwimmen. Bis bald, ich hoffe, die Übung hat euch gefallen und ich werde jetzt frühstücken gehen. Bis bald, ciao, ciao.